Kleider wie bei einer Hochzeit, Deko wie bei einer Hochzeit. Das Ganze ist aber keine Hochzeit. Diese Mädchen hier geloben Keuschheit. Und zwar auf einem sogenannten Purity Ball, also einem Reinheitsball. Diese Feiern sind in den USA gerade voll im Trend. Aber warum machen junge Frauen das und wie freiwillig ist das Ganze? Ich schwöre auf die Heiligkeit meiner Jungfräulichkeit. Zeig deine Zähne. Stopp, dreh dich, lächle. Dieses 15-jährige Mädchen hat einen besonderen Tag vor sich. Doch es ist nicht ihr Zukünftiger, der unter dem Pavillon auf sie wartet, sondern ihr Vater. Auf sogenannten Purity Balls schwören junge Mädchen ihren Vätern, bis zur Ehe Jungfrau zu bleiben. Galileo blickt hinter die Kulissen eines Keuschheitsballs. Warum machen die Teenager damit? Und was passiert, wenn man den Schwur bricht? Um das herauszufinden, reist unser Team nach Phoenix, Arizona. Hier treffen wir Familie Jameson. Morgen will die 15-jährige Joshua ihrem Stiefvater Steve versprechen, bis zur Hochzeit keusch zu leben. Wirkt wie ein normales Einfamilienhaus. Doch die Jamesons sind streng gläubig. Während 15-jährige Mädchen bei uns bereits ihren ersten Freund haben, hat Joshua andere Ziele. Das ist nichts, was mich jetzt interessiert. Ich will mich auf mich selbst und meine Ausbildung konzentrieren. Und auf meine Familie, Basketball und den Purity Ball. Trinken, rauchen oder Verabredungen mit Jungs, für das Mädchen keine Option. Auf dem Ball will sie ihre Entscheidung zur Enthaltsamkeit feiern. Stiefvater Steve ist besonders stolz. Ich denke, mehr junge Mädchen sollten diese Erfahrung machen. Es zeigt, was am wichtigsten ist, die Familie. Aber ist auch die Familie Hauptgrund für den Schwur oder ist das Keuschheitsgelübde Joshuas eigene Idee? Ihre Klassenkameraden zumindest können ihre Entscheidung nicht nachvollziehen. Sie sagen, du musst wirklich warten? Warum willst du warten? Willst du nicht mit einem Jungen ins Kino oder essen gehen? Aber ich werde zu meinem Schwur stehen. Ich warte. Das Mädchen zeigt uns ihren Schmuck für den Ball. Diese Perlenkette ist ein Symbol ihrer Reinheit und soll sie an ihr Versprechen erinnern. Doch auch Mutter Agodes überprüft in regelmäßigen Abständen ihre Einstellung. Was hast du gesagt, Jungs sind was? Eine Ablenkung. Sie sind eine Ablenkung von der Schule. Und was habe ich noch gesagt? Du hast gesagt geistig. Sie sind eine Ablenkung, und zwar geistig, körperlich, emotional und spirituell. Klingt nach einer sehr dominanten Mutter. Wir haben den Eindruck, dass bei Joshuas Teilnahme noch etwas ganz anderes eine Rolle spielt. Ich liebe es. Damit fühle ich mich wie eine Prinzessin. Geht's nur ans Kleid? Auch wenn die 15-Jährige verhalten reagiert. Mit dem Ball geht vermutlich auch ein lang ersehnter Prinzessinnentraum in Erfüllung. Auf dem Event selbst spielen zwar die Väter eine große Rolle. Doch in dieser Familie ist Mutter Agodes die treibende Kraft. Sie organisiert den Purity Ball. Klar, dass auch ihre Tochter mitmacht. Ich bin stolz darauf, dass sie wartet. Nicht nur wegen einer ungewollten Schwangerschaft, sondern auch wegen übertragbarer Krankheiten. Es ist Wahnsinn, wenn man sieht, was gerade in den Nachrichten über Teenager berichtet wird. Die Selbstmordrate. Weil irgendein Junge nicht zurückgerufen hat. Oder weil er sich auf einmal für jemand anderen interessiert. Es ist verrückt, was heutzutage in der Schule passiert. Insgesamt hat Agodes 7 Kinder. Ihr erstes bekommt sie mit gerade mal 16. Alle haben denselben Vater.
Doch geheiratet hat sie den Mann nie. Ich habe sehr früh Kinder bekommen. Deshalb will ich, dass meine Tochter so lange wie möglich wartet. Mir geht es nicht um Kontrolle. Es geht darum, die Mädchen darin zu unterstützen, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben. Entweder ich unterstütze sie darin, oder es kommt irgendein Junge und beherrscht ihre Zeit, ihre Herzen und Gefühle. Er wird dann alles kontrollieren. Damit es nicht so weit kommt, soll ihre Tochter warten. Doch ist Enthaltsamkeit bei anderen jungen Menschen überhaupt ein Thema? Wir haken nach. Einige Mädchen, mit denen ich in die Kirche ging, wollen als Jungfrau in die Ehe gehen, auch wenn sie es nicht geschworen haben. Ich denke, du solltest tun, was du willst, egal was deine Eltern oder Verwandten glauben. Ich denke nicht, dass Sex vor der Ehe dich zu einem schlechten Menschen macht. Sowas sollte man nicht seinem Vater schwören müssen. Die Keuschheitsbälle sind umstritten. Trotzdem steigt die Zahl von Jahr zu Jahr. Der erste Ball fand vor 20 Jahren statt. Mittlerweile gibt es die Veranstaltungen in 48 von 50 US-Staaten. Jedes achte Mädchen unter 18 will unberührt in die Ehe gehen. Daraus hat sich ein richtiger Purity-Lifestyle entwickelt. Von Kinderbüchern über Schmuck bis hin zu Konzerten. Joshua will morgen ihr Keuschheitsgelübde ablegen. Statt auf Partys zu gehen, liest sie die Bibel. Meine Cousine hat einmal versucht, mich zu einer Party zu überreden. Ich habe mich gefragt, ob ich einfach hingehen soll, um auch dazuzugehören. Aber Gott hat Nein gesagt. Und von meiner Mutter weiß ich auch, dass sie Nein sagt. Deshalb habe ich auf mein Herz, Gott und meine Mutter gehört und bin nicht auf die Party gegangen. Das Mädchen hält sich an die No-Dating-Regel ihrer Eltern. Joshua darf sich nicht mit einem Jungen allein treffen. Stattdessen stehen Familienaktivitäten auf dem Plan. Stiefvater Steve ist der einzige Mann im Leben des jungen Mädchens. Er entscheidet auch, ob er dem zukünftigen Schwiegersohn seinen Segen gibt. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ihr zukünftiger Partner sollte auf jeden Fall ein Familienmensch sein, ein Gentleman. Wir unternehmen sehr viel als Familie. Außerdem sollte er eine Beziehung zu Gott haben. Das ist sehr wichtig für uns. Doch auch der perfekte Ehemann kann sich noch Zeit lassen. Zumindest, wenn es nach Joshuas Eltern geht. Doch nicht alle befürworten den Keuschheitstrend. An der Universität von Arizona treffen wir Brian Fass. Die Professorin erforscht seit Jahren die Strukturen der Purity Balls und kennt die Auswirkungen. Mädchen, die ihre Keuschheit versprechen, gehen sexuell höhere Risiken ein. Das ist ein Problem und es schadet ihnen. Wir wissen, dass die Mädchen seltener Kondome benutzen oder mit der Pille verhüten. Außerdem werden sexuelle Übergriffe oft nicht gemeldet. Das Problem? In amerikanischen Schulen gibt es keinen Sexualkundeunterricht wie bei uns. Das hat Folgen. Eine Studie belegt, dass Mädchen, die versprechen zu warten, nur etwas später ihr erstes Mal haben als der Durchschnitt. 3 bis 6 Monate später. Aber wenn sie Sex haben, sind die Risiken höher. In den USA haben die meisten Mädchen mit 16,5 ihr erstes Mal. Doch davon will hier niemand etwas hören. Heute findet Joshuas Jungfrauenball statt. Wir begleiten das Mädchen zu den Proben. Hier treffen wir auch die anderen Teilnehmerinnen. 9 Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Allesamt Schützlinge von Kim Polk, der Pastorin der Gemeinde. Von ihr wollen wir wissen, warum spielen gerade Väter bei dem Ritual eine so große Rolle? Die Väter sollen ihre Töchter lieben, unterstützen und führen. Die Theorie? Wenn die Mädchen genügend Liebe von ihren Vätern bekommen, suchen sie keine Bestätigung bei anderen Männern. Mutter Agodis glaubt fest daran, dass ihre Tochter dem Schwur treu bleibt. Trotzdem macht sie sich Gedanken. Wenn sie ihr Versprechen nicht einhält, sind wir auf jeden Fall enttäuscht. Aber wir werden sie nicht schimpfen. So ist das Leben. Du machst Fehler und lebst weiter.
Yashuas Teilnahmegebühr kostet $400. Für ihr Kleid kommen noch mal 200 auf die Rechnung. Eine teure Angelegenheit für die Familien. Doch der ganze Aufwand soll einen tieferen Sinn haben. Der Abend wird sie noch lange daran erinnern, dass sie diesen Schwur geleistet haben. Das ist ernst und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Uns fällt auf, nur Mädchen leisten den Schwur. Von den Jungen der Gemeinde wird ebenfalls Enthaltsamkeit erwartet. Allerdings ohne pompösen Ball. In wenigen Minuten geht die Veranstaltung los. Die 15-jährige Yashua tauscht Leggings und T-Shirt gegen ein edles Ballkleid. Ich fühle mich wie eine Königin. In ihrem weißen Kleid erinnert sie uns ausgerechnet an eine junge Braut. Als nächstes soll Yashua ihr Versprechen schriftlich besiegeln. Ich schwöre auf die Heiligkeit meiner Jungfräulichkeit, auf die von Gott für mich bestimmte Partnerschaft zu warten. Ich verspreche, dass ich mein größtes und höchstes Gut schütze. Amen. Amen. Ich bin froh, dass ich Gott dieses Versprechen gegeben habe und warte. Jungfräulichkeit als wertvollstes Gut. Ein Mädchen nach dem anderen wird nach vorn geführt. Jetzt stehen auch die Väter im Mittelpunkt. Ich bin sehr glücklich und emotional. Das ist ein schönes Event. Gleich ist Yashua dran. Die 15-Jährige wird von ihrer Mutter nach vorn begleitet. Jetzt wird klar, wer das Sagen hat. Zeig deine Zähne. Stopp, dreh dich und lächle. Auch wenn wir wissen, dass Stiefvater Steve auf das junge Mädchen wartet und nicht ihr zukünftiger Ehemann, fühlt sich die gesamte Veranstaltung wie eine Hochzeit an. Nachdem sich alle Paare versammelt haben, beginnt der Höhepunkt des Abends. Vater und Tochter erhalten eine Segnung. Dann beginnt die sogenannte Perlenzeremonie. Jeder Vater überreicht seiner Tochter eine Kette, das Symbol ihrer Reinheit. Dieser Akt besiegelt die Entscheidung der Mädchen, bis zur Hochzeitsnacht ein keusches Leben zu führen. Ein emotionaler Moment für alle Beteiligten. Die Kette repräsentiert Gott und wie ich mich verhalten sollte. Sie wird mir auf meinem Weg helfen. Nach der Zeremonie folgt der Abschlusstanz. Mutter Agardis ist sichtlich stolz auf ihre Jüngste. Je mehr die Väter an dem Leben der Töchter teilnehmen, desto geringer ist die Chance, dass sie große Fehler machen. Für alle Unsicherheiten, die Mädchen in der Pubertät anfällig und verletzlich machen, bietet der Ball eine angebliche Lösung: Enthaltsamkeit. Doch glauben andere Väter wirklich, dass die Mädchen ihrem Versprechen treu bleiben? Einige ja, einige nein. Die Mädchen sind mit 12 ja noch nicht so wie mit 15. Schwierig zu beantworten, aber ich sage sowieso ja. Eine Studie des Journals für Familienpsychologie zeigt übrigens, dass 88% aller Keuschheitsgelübde lange vor der Ehe gebrochen werden.